Mach mal, wo wir hin müssen. Dahin. Dann ist der Kontrollpunkt dran. Oh shit. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Und Nummer 3 von 4. Oh, dann gehen wir zum Kontrollpunkt. Und ganz unauffällig zum Kontrollpunkt. Wir schlagen uns einfach dran vorbei. Warte mal kurz, schnell mal schauen. Ah, geh schnell da rein. Schnell das Zeug stipitzen. Ist das was hier? Nö. Kommen wir dann später noch mal. Master Chief. Kontrollpunkt in der Nähe. Darf ich nicht. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Sich
nähernde Feinde erkannt. Beschissene Lichtverhältnisse. Die Frage, von wo der kommt. Vor allem mal nach da vorne, ne? Aha. Geh schnell mal plündern. Halt, ja. Frag mich, warum sie mal da keine 100 Stück reingestellt hat. Wäre so einfach zum Plündern gewesen. Alle einzeln öffnen da. Wo ist denn jetzt da? Abrones. Wir haben, was wir brauchen. Machen wir uns klein, 8 Stück noch. Okay. Komm, mach ein Verbrauch ein bisschen schneller. 3, 4, 6. Noch eins mindestens. So, hat gelangt. So, dann würde ich sagen, wir haben hier Blender. Töte die blöden Hunde. Noch nicht alles. Dann holen wir das nach. Schauen wir doch mal gleich einen Blick auf die Map. Dann machen wir gleich. Weil es so schön ist, diesen Haupteinsatz mit dazu.
Während der Krise hat die JTF im Keller des American History Museum ein Gefängnis eingerichtet. Jetzt haben die True Sons dort das Sagen. Odessa zufolge gibt es dort einen Schatz zu heben. Transkripte und Notizen von den Verhören der Gefangenen durch die True Sons. Vor allem Hyenas. Deshalb ist Odessa so interessiert. Wenn sie die Gefangenen befreien, sind die True Sons erstmal mit dem Aufstand beschäftigt. Und sie kommen leichter an den Schatz ran. Ah, Chaya, aber trotzdem noch einmal nach da vorne. Die sind immer noch da. Interessantes Objekt entdeckt. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Ihr Ziel sind die Transkripte und Notizen aus den Gefangenenverhören der letzten Monate. Die Informationen, die wir suchen, befinden sich auf einem Militärlaptop unten im Hauptgefangenenraum. Was machst du? Die Typen. Dem ist wohl nicht klar, dass wir hier weibliche unterwegs sind. Da bin ich ja bloß gespannt, was hier der bescheuerte gelbe Schlüssel dann ist. Müssen Sie die Gefangenen freilassen, damit die True Sons beschäftigt sind. Suchen Sie nach einer Art Sicherheitsterminal. Das Sicherheitsterminal sollte nicht weit sein. Schauen Sie sich um. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Aktives Terminal erkannt. Klingt gut. Schließen Sie Isaac dort an. Ich bin drin. Jetzt die Zellen öffnen. Die Zellen sind offen. Elektronisches Gerät erkannt.
Oh, dann schmeißen wir noch einen Gruß mit rein. Ah, heute nicht. Der Hauptgefangenenraum ist unten. Kommen Sie in die Gänge. Warum man für diesen gelben Schlüssel nicht ein- und die feste Position gegeben hat, wie zum Beispiel jetzt hier oben, wäre so einfach. Jedes Mal ist der woanders da. Sie haben gegen den Uniform Code of Military Justice verstoßen und dieses Gericht befindet Sie, Colonel Antoine Ridgway, der unrechtmäßigen Inhaftierung, der Nichteinhaltung von Vorschriften und des Mordes für schuldig. Ihnen werden alle Dienstgrade und Titel, die Ihren Dienst in den Streitkräften betreffen, genommen und Sie werden vorläufig festgenommen. Mr. Ridgway, möchten Sie eine letzte Aussage machen? Also gut. Hätte er sein Geschütz schneller aufbauen sollen. Kann nicht so lang warten. Die True Sons kontrollieren den Hauptgefangenenraum. Die Hyenas schalten die Überwachungskameras aus. Echt clever. Ah, diesmal liegt er in der Ecke. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Hört ihr das auch? Ja, halt nachsehen. Bin bei dir. Mist! Ich dachte, ich hätte sie erwischt. Verstärkung trifft ein. Oh, der hat schon gescheiten Funkenflug.